Zeichen für euch. Ich spiele jetzt professionell Fußball. Ich übe es professionell zu spielen, meine ich. Wisst ihr Fußball, Leute? Schreibt mir in die Kommentare, wer euer Lieblingsspieler ist. Also, worüber redest du hier? Etwa ohne mich? Oh, hi Susi. Nur ein paar Sachen. Ist es Lionel Messi? Und ich mag Cristiano Ronaldo. Warte mal, du machst Fußball? Nun, ich bin kein Fan, aber ich hab Lieblingsspieler. Oh, und ich hab vor, der erste fantastische Schlammfußballspieler der Welt zu werden. Was? Ich sehe, dass du dich mit dem Training noch nicht gut auskennst. Soll ich dir helfen? Machst du Witze? Natürlich tue ich das. Um unser Trainingsfeld zu basteln, brauchen wir eine Pappunterlage und etwas grünen Bastelschaum. Ich muss den Bastelschaum ordentlich kleben. So. Susi, ist es wahr, dass Fußballspieler Millionenverträge bekommen? Ich glaube schon. Aber dafür musst du viel trainieren. Hey, wo ist mein weicher, flauschiger Rasen? Wir werden ihn nicht brauchen. Aber wir brauchen einige Wände, um sicherzustellen, dass der Ball nicht zu weit fliegt. Gute Idee. Ich habe einen kraftvollen Tritt bekommen. Ja, ich habe dein Training erlebt. Oh, das war ein Unfall. Vergiss es. Leute, habt ihr bereits den Namen eures Lieblingsfußballspielers unten in die Kommentare geschrieben? Ich kann es kaum erwarten, sie zu lesen. Ich bin sicher, Messi wird die meisten Kommentare bekommen. Nein, Ronaldo. Richtig, Leute? Wenn Sam die nächsten Stücke anfertigt, fange ich damit an, die Markierungen auf unserem Feld zu machen. Es ist sehr wichtig, diese Markierungen auf einem echten Fußballfeld zu haben. Sie markieren die Mitte des Feldes, die Seitenlinien, den Strafraum. Ein echtes Feld? Ist unser Feld nicht echt? Nein, es ist ein Trainingsplatz. Hast du die Stücke mitgebracht? Ja, habe ich. Aber ich muss trainieren, keinen Karton schneiden. Lass uns sehen, was Sam hier herausgeschnitten hat. Die hier scheinen richtig zu sein. Wir müssen eine vertikale Struktur aufbauen. Ich muss dazu sagen, dass diese Struktur wirklich stabil sein muss. Und hier kommt das letzte Stück. Ich werde es so kleben. Fertig! Aber ich mag die Farbe der Pappe nicht. Wir müssen das hier korrigieren. Zum Beispiel mit diesem Hintergrund. Mit Zuschauern. Susi, ich hab nachgedacht. Glaubst du, unsere Zuschauer werden verärgert sein, wenn ich Fußballspieler werde? Ich glaub nicht. Du wirst immer noch ein niedlicher rosa Schleim sein. Eigentlich der erste Schleimfußballspieler. Ja, ja, tut mir leid. Leute, ich habe das Tor vergessen. Versuchen wir es mit diesen Holzstöcken und etwas Papier herzustellen. Wir werden 11 Stöcke unterschiedlicher Größe benötigen. Während ich das Tor mache, muss ich Sam eine Aufgabe geben. Sam! Was ist los? Dekoriere doch bitte diese Bälle, damit sie wie Fußbälle aussehen. Erinnerst du dich, wie wir Basketbälle gemacht haben? Ja, aber bist du dir sicher? Natürlich, du bist ein echter Fußballspieler, das bekommst du schon hin. Und ich fange an, das Tor zusammenzusetzen. Es wird so breit sein. Toll, sieht aus, als würde es halten. Jetzt brauchen wir nur noch das Netz. Ja, ich muss das Netz machen, und zwar schnell. Ich werde es auf magische Weise weben. Abracadabra! Fertig! Und nun zum wichtigsten Schritt. Wir müssen diese Teile über diesen großen roten Pfeil kleben. Er besteht aus Karton. Wir fangen mit diesen Stücken an. Und wir müssen sie aneinander kleben, um die Höhe zu schaffen, die wir brauchen. Da! Nun setzen wir einige parallele gerade Stücke ein. Wir werden es schön langsam angehen. Alles muss ordentlich und gerade sein. 2 weitere Stücke als Holzstöcken kommen hierhin. Das wird die Basis für... Aber du wirst es bald selbst sehen. Und wir müssen diese beiden Teile auch schräg aufstellen. Toll, sie passen perfekt. Hier, du hast mich gebeten, 2 identische Bleistifte zu finden. Danke, Sam. Ich zeichne einige Markierungen auf die Bleistifte. Aber Susi, warum hat unser Fußballplatz nur ein Tor? Weil es nur einen Schleimfußballspieler gibt. Und jetzt brauchen wir den Bohrer. Susi, das ist keine Antwort auf meine Frage.
Wir müssen die Öffnungen an den markierten Stellen machen. Eine Öffnung oben und die andere seitlich. Leute, bittet einen Erwachsenen um Hilfe damit. Lucy, warum hast du meine Bleistifte ruiniert? Alles fürs Basteln. Um diese kleinen Stäbchen dort einzusetzen. So, siehst du? Jetzt wollen wir noch 4 weitere Stöcke hinzufügen. 1, 2, 3 und 4. Papalapa, was ist mit Fußball? Du wirst sehr bald sehen. Ich muss nur die Gummibänder anbringen und wir kommen zum nächsten Schritt. Ich habe bereits die Öffnungen im Pfeil und im Fußballfeld gemacht. Nun bringen wir den Pfeil mit einem Stück Bleistift auf dem Fußballfeld an. Es sollte sich frei drehen, während es an einem Ort bleibt. Sam, bring die Bälle! Juhu! Training! Schau mal. Wow! Kann ich mal versuchen? Na klar! Richtig! Der Stürmer ist auf seiner Position und... Tor! Susi, aber hier gibt es kein Torwart. Das werden wir jetzt ändern. Will ich gegen eine Pappröhre spielen? Nein, wir müssen sie hier reinstellen. Nein, du willst auch mein Trainingsfeld ruinieren. Alles ist unter Kontrolle. Übrigens, ich habe eine Überraschung für dich. Genug Überraschungen für mich heute. Ich möchte nur ein Feld ohne Pappröhre. Hier, das ist dein Trainingsteam. Heiliger Bimbam, sie sind großartig. Ich wusste, dass du sie mögen wirst. Lass uns einen Spieler an das Tor stellen. Und den zweiten in der Nähe des Balls. Sollen wir spielen, Jungs? Also Susi, bist du bereit? Ich bin im Tor. Bam! Tor! Zeig uns, was du kannst, Sam. Mach dich bereit, Susi. Und... Ja! Tor! Susi, lass uns die Plätze wechseln. Okay. Zeig uns, was du dort kannst. Susi, schieß nicht vorbei. Puh, okay. Juhu! Okay, lass uns ganz locker spielen. Könnte. Ich bin froh, dass es dir gefallen hat. Und ich habe mich entschlossen, nicht nur ein Fußballspieler zu sein, sondern der erste Schleimfußballspieler auf YouTube. Ich freue mich. Leute, mögt ihr diesen Tisch Fußball? Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr es tut. Und vergesst nicht, Kommentare zu hinterlassen. Wir lesen sie echt gerne. Tschüss. Bis bald. Leute, abonniert den Kanal, um unseren Anfänger-Schleimfußballspieler zu unterstützen. Und läutet die Benachrichtigungsglocke, um unsere neuen Videos nicht zu verpassen.